Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Telemediale. Letzte Woche sprachen wir über die Medienrezeption in anderen Ländern. Heute wollen wir uns mit der Mediennutzung beschäftigen, die sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Grund dafür sind unter anderem Smartphones, Tablets, E-Books, E-Papers und die dazugehörigen Apps. Wir fragen uns, inwiefern ersetzen die digitalen Medien die analogen Medien? Wer von euch liest eigentlich noch Zeitung? Dazu haben wir Professor Dr. Jochen Kubeck der Medienwissenschaft an der Uni Bayreuth interviewt. Mein Name ist Jochen Kubeck, ich bin Professor für digitale Medien in der Medienwissenschaft der Universität Bayreuth und ich wurde gefragt, wie ich so den Einfluss der Digitalisierung auf die Medienlandschaft sehe. Zum einen kann man ja feststellen, dass die Digitalisierung eigentlich alle Medienbereiche umfasst bzw. ergriffen hat. Auch so die traditionellen Buchmärkte und Zeitungsmärkte sind inzwischen nicht nur in der Produktion rein digital, sondern auch in der Distribution zunehmend digitalisiert. Das heißt, dass die Menschen über digitale Geräte auf die Texte zugreifen. Ähnlich kann man im Kino sehen, Fotografie, wo es inzwischen nur noch die Alten reden von Digitalkameras, alle anderen reden einfach nur noch von Kameras, weil es Analogkameras nur noch in den Geschichtsbüchern gibt. Die Frage, die sich daraus bei vielen stellt, ist natürlich, inwiefern können alte Geschäftsmodelle, Produktionsmodelle, Distributionskanäle benutzt werden, um auch im digitalen Markt mithalten zu können. Das ist so die Millionen-Dollar-Frage. Wenn ich die beantworten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt stinkend reich auf den Bahamas, weil ich das Geschäftsmodell der Zukunft kennen würde. Dennoch kann ich natürlich Einschätzungen abgeben, wie ich glaube, dass es sich entwickeln wird, ohne zu sagen zu können, wie es sich entwickeln wird. Der Tod der Medien, der vielfach propagiert wird, hat sich ja fast nie eingestellt. Also kein Medium verschwindet gänzlich. Es wird meistens transformiert. Also es gibt natürlich Medien, also Gerätschaften, die nicht mehr benutzt werden, jede Menge. Und mein Schrank ist inzwischen auch schon voll, weil ich kein Abspielgerät mehr habe für die alten Kassetten. Das aber nicht heißt, dass das Medium dessen, was die Kassette ausgemacht hat, nämlich das Aufzeichnen von Ton und das Abspielen, damit aus der Welt wäre. Das ist halt jetzt in digitale Form überführt und es gibt neue Abspielgeräte und es gibt neue Formate und es gibt neue Sammlungen, die sich neben die anderen stellen. Das gilt auch für den Buchmarkt und für den Print, also im Zeitungsprintbereich, wo natürlich zu verzeichnen ist, dass weniger Papier gerade bei Zeitungen verkauft wird, was auch an dem Dispositiv Zeitung liegt, was morgen schon veraltet ist. Also Zeitung ist so ein Ding, das will man haben, wenn es frisch ist und am nächsten Tag wandert es schon ins Altpapier. Da gibt es guten Grund, dass man das nicht aufbewahrt oder sammelt, das machen die Archive, sondern dass man sich dessen schnell entledigt. Das ist bei Büchern wieder anders, das sind Sammelobjekte, die stellt man sich auch ins Regal. Da ist dann die Beharrungstendenz deutlich größer. Bei Zeitungen ist ja nun zu verzeichnen, dass sie zunehmend auch digitale Angebote schaffen. Also ich kann eine Zeitung als Papier abonnieren oder als E-Paper oder als Online-Angebot. Problem ist hier, dass die Benutzer noch nicht bereit sind, für den Content auch zu bezahlen und hoffen, dass es irgendwie über werbefinanzierte Angebote geht. Gleichzeitig mögen sie die Werbung nicht und blockieren sie. Und da merkt man, dass da eine Aushandlung noch nicht abgeschlossen ist. Solche Prozesse sind immer mit großen Umwälzungen am Markt begleitet. Also jetzt werden Verlage werden eingehen, neue entstehen, die die alten übernehmen. Da ist, also sozusagen, man kann nicht voraussagen, alles wird gut und alle werden überleben. Das ist nicht abzusehen. Es wird neue Player geben und alte verschwinden. Aber das Dispositiv Zeitung, gibt es überhaupt keinen Grund, dass das verschwinden wird. Es gibt immer noch den Bedarf an redaktionell aufbereiteten Nachrichten. Und mit der Informationsfülle, die jedem jetzt zur Verfügung stehen, ist es eher wichtiger geworden, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, sich dort auszukennen. Und auch die Tatsache, dass jeder einen Blog schreiben kann und jeder Redakteur werden kann und ein Millionenpublikum erreichen kann, heißt ja noch lange nicht, dass dieses Millionenpublikum auch bereit ist, jeden Text zu lesen. Insofern wird es immer schwieriger, auch sich in so einem Markt zu etablieren. Und da setzt sich meiner Meinung nach langfristig Qualität durch. Wobei Qualität jetzt nicht im Sinne von investigativem, auch aufwendigem Journalismus gemeint ist, sondern Qualität immer nach dem Maßstab der Kunden. Und es gibt eben die Peer Group der Boulevardjournalismus, die haben einen anderen Qualitätsmaßstab, was sie also als gut oder wichtig oder für sie relevant empfinden, als der bisherige FAZ-Leser. Aber jede dieser verschiedenen Nischen findet dann auch ein entsprechendes Angebot. Das ist, und da sehe ich auch keinen Grund, dass sich die Zeitung als Papierformat vollständig auflösen wird, es sei denn, die E-Papers werden mal wirklich deutlich besser und nicht nur solche eigentlich Tablets.
Da ist eine Bewegung zu beobachten, dass es Mischformen gibt, so Hybridangebote und Konsolidierungsprozesse. Aber ich denke nicht, dass die Digitalisierung einen Einfluss auf die Dispositivität eines Mediums hat. Also wie es rezipiert wird am Frühstückstisch oder im Bus oder irgendwie an der Bushaltestelle. Der Wunsch ist weiterhin da. Und wenn mein neues Format das nicht mitbringt, also ein Tablet kann ich nicht im Regen oder ist mir zu schwer und ich kann es irgendwie nicht so einfach auspacken, ich kann es nicht liegen lassen. Das sind ja alles so Dinge, die dafür sorgen, dass eine Zeitung auch als Gegenstand beliebt ist. Und solange ich das elektronisch nicht einfangen kann, solange wird es auch nicht verschwinden. Und wenn ich es elektronisch überführen kann, dann werden im Zweifel die gleichen Anbieter das rechtzeitig mitkriegen und auch entsprechende Angebote schaffen. So, und das wäre so die Vorstellung, dass Medien aussterben. Also Digitalität in dem Sinne ist, bringt neue Medienformen hervor, gerade interaktive Medien. Das ist im Analogen nicht abzubilden, aber sie sind nicht irgendwie die Zerstörer des Analogen. Es überführt es in eine andere Form, aber für den Rezipienten ist es eigentlich auch egal, ob das jetzt ein E-Paper ist, also wenn die Informationen, die draufstehen, ob das jetzt elektronisch durch kleine Kügelchen erzeugt wird oder durch Druckerschwärze in einem Druckprozess. Wenn er einen Text lesen will, ist das dem Rezipienten erstmal egal. Wichtiger ist ihm die Rezeptionsumgebung, was kriegt er, wie schnell und wie aktuell ist das, ist es in Farbe oder nicht und kriegt er die Informationen, die er sucht, in einer Form, die er in seiner ihm zur Verfügung stehenden Zeit verarbeiten kann. So, und insofern muss man, glaube ich, also wenn man so einen Tipp abgeben will, wachsam sein, welche technischen Entwicklungen es gibt. Also gibt es neue Gerätschaften und kann man versuchen, seine Angebote dort entsprechend auch zu unterbreiten und durchhalten, bis sich das Ganze so ein bisschen konsolidiert hat. Und das, ja, vielleicht noch so ein anderer Punkt, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil alle 2 Jahre kommen ja wieder ganz neue Formate auf den Markt, ganz neue Geräte, die natürlich dann auch verlangen, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt und vielleicht Angebote schafft. Eben Google Glasses wäre so ein Beispiel. Keiner weiß, was es wirklich macht. Und das ist das erste seiner Art, aber dann wird es ähnliche Konkurrenzprodukte geben, also die dieses Pervasive, Ubiquitous oder Augmented-Format dann irgendwie auch in jedermanns Haushalt bringen kann. Was das nun für den Medienmarkt bedeutet, ist noch gar nicht abzusehen. Und vielleicht setzt es sich nicht durch, vielleicht schon. Das ist halt reine Kaffeesatzleserei. Und in 2 Jahren kommt das nächste auf den Markt. Und da wird man sehen, was das wiederum für die etablierten Formate mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, solange die Entwicklung so weitergeht, also die technische Entwicklung so weitergeht. Und das ist noch für mindestens 10 Jahre, zumindest sehen das die Roadmaps vor, dass alle 2 Jahre also substanziell was Neues irgendwie rauskommt. Solange kann man halt auch noch nicht davon ausgehen, dass der Markt sich stabilisiert. So, und das ist, glaube ich, so dass die größte Unsicherheit, dass die bisherige Medienentwicklung doch deutlich behäbiger war. Da war so ein 10-20-Jahres-Rhythmus und seit nunmehr, also in ihrer Generation ist es eigentlich auch schon so, seit nunmehr 10 bis 15 Jahren steigt das Tempo der Innovation, sodass man noch nicht mal die alte umsetzen kann, da kommt schon das Neue raus und das alte Muster, also jetzt E-Books, da dachte man vor 2 Jahren, jetzt bricht der E-Book-Markt durch, also E-Paper, plötzlich ist es der Tablet-Markt und die E-Papers gehen schon wieder zurück und vielleicht ist der Tablet-Markt in 2 Jahren dann auch schon wieder irgendwie an der Seite und dann kommt wieder irgendwas ganz anderes. Und das macht natürlich Voraussagen auch so schwer, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. So von Tendenzen kann man also, naja, Tendenz für analog und digitalen Medien, da der Markt bleibt in Bewegung und wir versuchen das auch zu beobachten, haben aber mit dem Begriff des Mediendispositivs eine etwas stabilere Betrachtung als nur den der Blick auf die Geräte. Und die Geräte interessieren uns gar nicht so sehr, sondern die Frage, wie wird es von den Menschen benutzt? Und dann haben Sie noch gefragt wegen Überwachung und Datenschutz. Das ist so ein Problem, was auch gesellschaftlich ausgehandelt wird. Also insbesondere, was man als privat erachtet und als nicht privat. Das merkt man sehr deutlich, sowohl im Generationsverhalten, also dass Jugendliche von heute und ihre Generation auch ein anderes Verhältnis zu ihren persönlichen Daten hat als die Älteren. Auf der anderen Seite wird häufig unterschätzt, dass sie auch eine Vorstellung von Privatheit haben, aber damit, also sie haben nicht so richtig die Medien, um das umzusetzen. Also so ein Beispiel wäre, dass man in Facebook seine privaten Bilder einstellt, also jetzt irgendwelche Dinge von Feiern oder Feten, die man eigentlich auch nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte. Und
Dann gibt es einen Teil, der vergisst, das einzustellen, dass es privat sein soll oder nur für Freunde. Der größte Teil übersieht aber, dass schon die Freunde von Freunden so an die 20.000 bis 40.000 Personen umfassen kann. Und da ist von Privatheit dann nicht mehr die Rede. Und insofern herrscht derzeit so ein Datenschutzverständnis, dafür sind die anderen zuständig. Also wen das nicht interessiert oder nichts angeht, der soll da erst gar nicht hingucken. Ich nenne das immer das holländische Datenschutzmodell. Man hat keine Gardinen vor den Fenstern, erwartet aber von den Nachbarn, dass sie nicht reingucken. Das ist, in Holland funktioniert das auch, solange da nicht Google Street View durch die Straßen fährt und einfach doch überall reinguckt. Und dann kann man plötzlich in Holland in die Wohnzimmer schauen, zwar weltweit. Damit können die gar nicht umgehen, weil das kulturell nicht vorgesehen ist, dass man also nicht nur reinguckt, sondern auch noch Fotos macht. Also das geht eigentlich nicht, aber das ist Google wiederum egal. Beziehungsweise man muss im Nachhinein dann sagen, das bitte löschen, aber das ist natürlich etwas unfein, so als Ansatz. Und so ähnlich ist das im Internet auch. Es ist alles möglich, dass alles veröffentlicht wird oder dass ich den Personenkreis, die darauf Zugang haben, nicht mehr überblicke. Und die Antwort ist, dann sollen die einfach weggucken. Und wenn die das nicht machen, dann ist das irgendwie gemein von denen. Das Problem ist aber natürlich, dass sowohl automatische Suchmaschinen gar nicht weggucken wollen, wenn es ihnen nicht explizit gesagt wird, beziehungsweise manche Bilder einfach kopierbar sind, zitierbar, referenzierbar und ihren Weg dann nach draußen finden, auch aus engeren Nutzerblasen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich noch mit den digitalen Medien verstärkt. Dadurch, dass jeder zum Produzent wird. Sie können hier mit Ihren Geräten eine Fernsehsendung, etwas ähnliches wie eine Fernsehsendung machen. So, und das können Sie jetzt auch veröffentlichen. Das wäre ja vor wenigen Jahren undenkbar gewesen, dass Sie die Distributionskanäle haben, um Bewegtbilder mit Ton irgendwie in der beliebigen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das geht vielen anderen ja auch so und die nutzen das auch fleißig. Aber nicht alle denken darüber nach, was es bedeutet, eine Weltöffentlichkeit potenziell erreichen zu können und meinen, das mache ich doch nur für meine Freunde und für meine Familie. Und da entstehen Probleme, die von allen gesehen werden, aber man weiß nicht so richtig, wie man damit umgeht. Also diese Vorstellung, dass Privatheit etwas ist, um das ich mich aktiv kümmern muss und nicht die anderen im Prinzip durch Passivität sicherstellen, ist im Grunde genommen ein Problem, was wir alle immer schon hatten. Also in den 80ern hatten wir das auch, nur hatten wir überhaupt nicht die Möglichkeit, das so in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie haben das, haben die gleichen Probleme, es bringt ihnen auch keiner bei, wie man es macht. Beziehungsweise es wird kaum thematisiert, weil das irgendwie, man davon ausgeht, die Digital Natives, das machen die unter sich aus. Aber das führt dann zu den Verwerfungen, die wir derzeit beobachten können. Auch da sind Regulierungstendenzen zu beobachten, also dass sich so eine Gesellschaft oder Menschen in der Gesellschaft einfach einigen, wie sie jetzt damit umzugehen haben und wie nicht. Aber manchmal braucht es dann technische Lösungen, einfach weil Suchmaschinen oder auch spezielle Suchmaschinen, die nur gucken, wo gibt es offene Foren, in denen ich Spam posten kann oder Facebook-Gruppen, wo ich einfach mal Werbung postieren kann, die interessieren sich ja gar nicht darum, die interessieren sich nicht dafür, dass sie das gar nicht sollen aus ihrer Sicht heraus, sondern die machen es ja trotzdem. Und da braucht es dann technische Lösungen zur Unterstützung gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Ich denke aber, die Technik ist nicht die Lösung für gesellschaftliche Probleme, da muss sich eine Gesellschaft schon selbst drum kümmern, aber die muss sich dann die Werkzeuge schaffen, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen, unter Maßgabe dessen, was sie für richtig und wichtig erachten. Und das wäre es auch schon und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. News, politische Ereignisse, das Wetter, pipapo. Ja, das mache ich größtenteils online. Also meistens ist es so, dass zum Beispiel jemand was Interessantes aus meiner Freundesliste in Facebook postet. Kann zum Beispiel auch sein, dass das mich dann direkt persönlich betrifft. Da habe ich quasi, das sind schon ausgewählte Artikel drin und das lese ich mir dann online durch. Printmedien benutze ich weniger. Also ich lese jetzt keine Zeitung oder habe irgendwas abonniert. Aber diese ganzen großen Verlage, was weiß ich, auch die Welt jetzt oder die Zeit, die sind ja jetzt online unterwegs und dann lese ich das so durch. Und das ist ja auch ein Weg, wie man seine Informationen bekommt. Ich mag es halt, wenn man ein Buch ausgedruckt, ne, so einen schönen dicken Wälzer quasi in der Hand hat. Da kann man auch dann überall hingehen. Da kann ich zum Beispiel auch am Strand mal was lesen oder am See. Kann mich aufs Sofa flacken.
und man kann dann schön durchblättern, also das gefällt mir ganz gut und man kann vor allem auch mal wichtige Passagen oder also schön formulierte Textstücke kann ich zum Beispiel auch markieren und kann auch später nochmal reinschauen. Also dieses Digitale gefällt mir nicht so, weil man muss dann immer so durchscrollen und irgendwie bleibt da bei mir weniger hängen, wenn ich das durchlese. Genau. Also ich bin die Anni, ich bin 23 Jahre alt und bin im Master BWL. Zeitung lese ich super selten. Also ich bin der klassische App-Nutzer. Also ich habe Zeit online, ich habe die bunte App. Also ich benutze die meisten Sachen nur noch übers iPhone. Also Bücher lese ich noch klassisch. Also ich gehe in den Buchladen und kaufe mein Buch. Ich mag irgendwie diese E-Reader nicht. Nee, kann ich nicht mit anfangen. Ich habe so einen Mix. Also ich fasse super gern erstmal mit der Hand zusammen, jetzt gerade wenn es um Klausuren geht und mich darauf vorzubereiten. Tippe die dann aber wieder ab und speichere das alles in Dropbox. Also ich habe noch so ein Mischding. Ich konnte mich noch nicht so drauf fixieren, was mir mehr liegt. Ja, mein Name ist Rutger Herget. Ich studiere IWE im 7. Semester, schreibe gerade meine BA und natürlich setze ich mich auch mit dem einen oder anderen Medium auseinander. Also wie man sieht, Smartphone natürlich immer dabei. Ich glaube, ohne das könnte ich nicht mehr leben. Da kriege ich auch einen Hauptteil meiner News her. Also gerade wenn so Nachrichten, so Newsflash, kriege ich über eine App, die halt auf den Hintergrund praktisch an meinem Handy die News jedes Mal laufen lässt. Und ansonsten natürlich über die Online-Medien, also über die Magazine bis halt ab und zu mal auch eine Zeitung, wenn es mir zwischen die Finger kommt, ist mal ganz schön wegen der Haptik. Aber ansonsten eigentlich, wenn ich up-to-date sein will, immer online oder halt via Smartphone. Ja, ansonsten, was ich lese, ich sag mal, ich lese gerne abends ein Buch. Wenn ich mich entspannen will, dann brauche ich das einfach, dann verzichte ich auch darauf, meinen Kindle, den ich übrigens auch gar nicht habe, in die Hand zu nehmen, weil mir das umständlich wäre. Ab und zu halt auch nochmal über Smartphone, wenn halt wirklich gerade die News aufgerufen werden sollten, aber wenn ich Belletristik oder so lese, dann greife ich eigentlich doch immer noch standardmäßig zum Buch. Also ich würde von mir sagen, was Medienaffinität angeht, versuche ich eigentlich einen guten Mischmasch zu machen beziehungsweise die Schnittstelle zu suchen, dass ich halt von jedem Medium, von den traditionellen, was nutze, aber auch natürlich die neuen, gerade wenn man up-to-date sein will. Also wenn man das Neueste vom Neuesten haben will, führt eigentlich mittlerweile meiner Meinung nach kein Weg daran vorbei, dass man die neuen Medien nutzt. Und wenn man dann halt mal entspannen will, finde ich es doch mal schön, den Bildschirm auszuschalten und einfach das gedruckte Wort vor sich zu sehen und zu lesen. Wir danken allen Teilnehmern für ihre Meinungen. Wir haben festgestellt, dass sich die Medien in einem stetigen Wandel befinden, weshalb es schwierig ist, Prognosen aufzustellen. Fest steht jedoch, dass es nach wie vor interessant bleiben wird, aktiv am Mediengeschehen teilzunehmen, um festzustellen, in welche Richtung wir uns entwickeln werden. Das Medium an sich wird sich verändern, auch dessen Qualität, aber der Inhalt bleibt gleich. Ebenso werden die digitalen Medien einen immer wichtigeren Stellenwert in unserem alltäglichen Leben einnehmen. Genau darum soll es auch bei der Intermediale 2013 am 12. Juli am Campus der Uni Bayreuth gehen. Eure Meinung interessiert uns. Liked, shared und kommentiert auf Facebook oder auf YouTube. Oder informiert euch auf unserer Webseite www.die-intermediale.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.